So, ich hab gesagt, warte mal, falsches Intro. Guten Morgen, gute Nacht. Ich hab gesagt, wir schauen uns mal die Fallen an und die Mechanik überhaupt bei Trap-Tunneln. Und deshalb sind wir jetzt in meinem Sturmschild hier mal drin. Chat mache ich aus. Hoppala. Sonst geht der nämlich ziemlich auf den Sack. Die wollen nämlich irgendwie alle nur traden. Und den Blödsinn braucht keiner. So, ich bin ein Gegner, ja? Es ist witzig, dass wir jetzt genau den Sturmschild nehmen. Wir bleiben aber auch beim Sturmschild. Gegner spawnen in diesem Spawn, ja, ihr könnt das auf jedes Szenario beziehen. Gegner spawnen von da vorne bis da oben und laufen aufs Schild drauf zu, beziehungsweise auf den Schild. Boah, bist du laut, Tornado. Ich habe hier dieses Design gewählt, was ihr übrigens immer gerne wählen könnt. Ihr habt eine Wand, ja? Das heißt, Gegner laufen definitiv hier rein. Wie ihr die Gegner dazu kriegt, unbedingt in dieses offene Loch der Wand zu laufen, ja, da kommen wir gleich zu. Ich präsentiere jetzt erstmal den 2x1x1 Tunnel, den ich extrem häufig verwende. Und zwar ist es der Fall, Gegner steppt rein, wird langsamer durch die Bodenstacheln, die auf beiden platziert sind, ja, wird eventuell wieder rausgekickt durchs Katapult, kriegt Schaden vom Dynamo und von der Gasfalle. Gasfalle macht nochmal 6 Ticks Damage. Die verwende ich im Sturmschild bei diesem 2x1 Design hier immer. Ja, habe ich immer Gasfallen oben an der Decke. Wenn ich dieses 2x1 Design allerdings bei einem Atlas baue oder bei einer Bombenmission oder bei einer Blitzmission mit dem Bus, dann habe ich da meistens Decken-Elektrizitätsfelder drin. Einfach aus dem Grund, wenn wir mal schauen, von den Ressourcen her, ja, so ein Elektrizitätsfeld, das kostet eigentlich gar nichts, aber so eine Deckengasfalle, die kostet halt immer ein bisschen Speck und Kräuter. Die ist schon teuer. Deshalb super gerne im Sturmschild benutzen, ebenfalls, weil sie physischen Schaden macht. Ja. So, also ich bin Gegner, ich komme hier rein, flieg raus, krieg Schaden, ja. Die Deckengasfalle macht 6 Ticks Schaden, sowie Leitschaden an euren Waffen. So, Gegner fängt von vorne an, wird eventuell wieder rausgekickt. Falls allerdings der Geschwindigkeitszyklus vom Mob nicht mit der Nachladegeschwindigkeit eurer Falle übereinstimmt, ja, kommt er auch vielleicht mal nach hier, kriegt Schaden durch die Wandpfeile, zweite Deckengasfalle, das addiert sich nicht, ja, sondern das stackt sich, das heißt, er kriegt bei Sekunde 1.5 Schaden von der ersten Falle, bei Sekunde 2 Schaden von der zweiten Falle und so weiter. Ja, das heißt, ihr verdoppelt euren Schaden. Die Ticks, die setzen sich drauf und spielen miteinander, ja, nicht hintereinander oder sonst was. So, Gegner kommt hier rein, rennt hier vorbei, wird auch wieder weggekickt durch das Katapult, wieder hier vorne hin, Gasfalle, Dynamo und wird eventuell wieder rausgetreten. Ihr seht es hier an den Nutzen, 14 Mal noch, 13 Mal noch, ziemlich effektiv. Wenn die Gegner rauskommen, könntet ihr theoretisch hier noch eine Deckenfalle hinmachen, aber ich habe jetzt hier jetzt so auch so einen schönen Ausgang gebaut mit Dynamos auf beiden Seiten, ist kein Muss. Ist allerdings für mein Sturmschild, da ich vorhabe, das auf Level 10 zu spielen, eine Vorkehrung, die ich getroffen habe. So, und jetzt das größte Basic-Wissen, was ihr wirklich haben solltet. Gegner spawnen hier oben, ja? Und wie kriegt ihr sie dazu, immer durch eure Tunnelöffnung zu laufen und nicht dazu, dass sie jetzt diese oder eventuell sogar diese Wand angreifen? Ganz einfach. So ein Gegner, wenn er spawnt, ja, sagen wir mal, er spawnt hier. Er sieht das Objective, ja, was er angreifen möchte. In dem Fall wäre es Verstärker C. Der ist hier vorne, der. Ja, er läuft und läuft und läuft. Und dann setzt er ihm eine Mauer vors Gesicht. Da denkt er sich noch, alles klar, ich weiche aus. Es ist nämlich effizienter, drumherum zu laufen. Das macht er auch noch für eine zweite Mauer. Das macht er auch noch ebenfalls für eine dritte Mauer. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben das auch in diese Richtung erweitert, ja. Dann läuft er hier drauf zu. Zwei in die Richtung, zwei in die Richtung, plus die eine, die hier ist. Sucht sich dann trotzdem den kürzeren Weg, aber sobald ihr eine vierte Mauer platzieren würdet, mache ich jetzt mal, und die senke ich auch ab, damit ihr wisst, da könnt ihr es vergessen. Der Gegner wird, sobald ihr eine vierte Mauer platziert, die sich durch den kürzesten Weg einfach durchschlagen. Weil es ist halt für ihn effektiver, hier durchzulaufen und dann einfach gerade zu latschen, anstatt 20 Kilometer außen rum zu laufen und wieder zurückzulaufen in den Tunneleingang rein, ja? Deshalb sehen meine ganzen Tunnel meistens so aus, dass sie 1, 2, 3
eventuell 3. Sagen wir jetzt, das hier zählt nämlich dazu. In diesem Fall zählt es tatsächlich dazu, ja. Gegner, die maximal hier spawnen. Ich meine, hier ist wirklich der maximale Spawn von denen. Ja, hier ist der maximale Spawn von denen. Die laufen. Weichen dem ja automatisch aus, weil es ein Map Objekt ist. Ja, dann sehen sie hier 1, 2, 3 und sie nehmen den kürzesten Weg hier hinein. Und ich sehe gerade, hier fehlt mir eine Falle. Wurde mir kaputt gebaut. So, das hier ist ein super schönes Tunneldesign. Gehen wir mal ganz kurz drüber. Und zwar, was ich hier viel lieber hätte, wäre eine Bodengefriererfalle, aber ich habe meine noch nicht gelevelt und ich vergesse es auch jedes Mal wieder, wenn ich Skizzen-EP habe. Also, ihr seht es hier, sind 6 Felder auf dem Boden platziert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dieses Design hier arbeitet nicht mit einem Wandkatapult, sondern mit einem Bodenkatapult. Falls ihr halt keinen Wandkatapult habt, aber ein Bodenkatapult, könnt ihr dieses Design verwenden. Ich habe das hier einfach nur zum Test gebaut und muss sagen, es ist absolut effektiv. Super, super gerne verwende ich das wieder. Ich habe hier, glaube ich, gerade einen Fehler gebaut. Ja, ganz genau. Absolut gerne verwende ich das, denn ihr könnt es entweder mit Wandkatapulten zusätzlich schmücken. Dadurch lasst ihr eure Gegner häufiger über die Freeze-Falle, wenn ihr sie hier habt, drüber laufen und friert die Gegner halt immer wieder ein. Was dazu führt, dass Gegner, die nicht eingefroren sind, die Elektrizitätsfelder auslösen und diese machen ja in einem 3x3 Radius Schaden. Das bedeutet, selbst wenn da hinten die Falle auslöst, kriegen die Gegner hier vorne immer noch Schaden, weil diese Falle dann auslöst. Der Radius ist wirklich super und dadurch eignet sich dieser Raum einfach perfekt. Gegner kommen hier durch, hier sind eigentlich Dynamos, die sich wohl mit der Wand verabschiedet haben. Vorher habe ich auch noch was, um die Gegnermasse zu dezimieren. Ja, ich habe nämlich Elektrizitätsfelder vorher und was zum Drauftreten vorher. Das sorgt einfach dafür, dass die Gegner sich hier drin nicht knubbeln. Wenn sie reinkommen, werden sie entweder weggekickt. Falls ihr keine Wandkatapulte habt, ist es egal. Dann kriegen sie halt Schaden über die gesamte Länge von Wandpfeilen, nämlich 1, 2, 3 Felder weit. Selbst hier hinten kriegst du noch Schaden davon. Wenn sie dann hier drumherum kommen, die lösen immer wieder Deckenfallen aus, die alles damagen, was hier drin ist, ja. Und dann sehen sie hier das Ende endlich. Treten hier aus Versehen auf das Bodenkatapult und werden mit einer 45-Grad-Rampe, ja, diese Pyramide angehoben, ihr könnt auch Treppen da platzieren, werden hier rüber gekickt, landen im Idealfall, beziehungsweise im Normalfall, wieder hier vorne, auf den hoffentlich Bodengefrierern, wenn ihr sie habt. Sonst Bodenstacheln oder diese Verlangsamer hier, das ist alles kein Problem. Und die dürfen den ganzen Weg wieder von vorne laufen. Wieso habe ich das so gemacht? Ganz einfach, ich möchte nicht, dass hier so eine ganze Masse an Gegnern da unten reindroppt. Und deshalb habe ich hier auch nach 2 Mauern wieder einen Tunnel gemacht, denn wenn ihr es gerade seht und das Wissen, was ich euch gerade beigebracht habe, kombiniert mit dem, was ihr seht, ja, wenn jetzt hier auch noch, da vorne auch noch so eine Mauer wäre, dann wären hier 1, 2, 3, 4, 5 Mauern und dann erst die Öffnung, ganz genau, nö, dann würden die Gegner sich nämlich hier, hier oder hier einfach mal durchschlagen, weil sie keinen Bock haben, so weit außen rum zu latschen. Und von hier aus sehen wir den simpelsten Tunneleingang, den man bauen kann. Und zwar, ich war auch noch echt faul und hab's nicht mal geupgradet. Die Gegner, die hier spawnen, die wollen gerade aufs Sturmschild draufziehen. Das heißt, sie splitten sich entweder hier rechts rum. Da kann man natürlich sehr, sehr blöd bauen, weil das alles nicht bebaubare Fläche ist hier. Du kannst hier keine Mauern setzen, sondern nur in die Luft und alles. Keine Bodenplatten setzen. Ja, Gegner laufen hier drauf zu. Laufen entweder schon hier vorne in den Tunnel rein. Oder die Gegner, die zu weit vorne spawnen, die laufen auf der nicht bebaubaren Fläche und laufen dann quer in den Tunnel rein. Das habe ich an dieser Stelle mal erlaubt. Kein Problem. Was wir dann jetzt hier haben, ist ja ein Mini-Fallendesign, ja, wird auch Timeout-Tunnel genannt. Ganz, ganz böse ist das nämlich. Hier fehlt mir sogar schon die Falle, weil die sich aufgelöst hat. Die Gegner steppen nämlich hier drauf, lösen die Spikes aus, das Deckenelektrizitätsfeld und das Wandkatapult. Landen dadurch in diesem Raum, sind gestunt kurz auf dem Boden, kriegen die Deckengasfalle ins Gesicht, Dynamos und die Wandpfeiler, die sind natürlich effektiv auf beiden dieser Felder, genauso wie das Elektrizitätsfeld auf diesen beiden Feldern, dort und dorthin auch noch effektiv sich weiter verbreitet.
Wenn die Gegner aufstehen und hier rauslatschen, passiert es meistens, dass sie wirklich wieder hier reingekickt werden oder sie kommen halt weiter. Gasfalle. Und in diesem Fall habe ich einfach nur das Map-Element genutzt. Hier geht es nämlich bergab. Bedeutet, ich habe hier mal ein Loch gelassen und noch ein Katapult platziert, was die Gegner nach unten kickt. Gegen das Dynamo, Schaden durch den Boden und werden nochmal vom Katapult weggekickt. Und ja, das funktioniert tatsächlich. Dadurch könnt ihr zum Beispiel Smasher ziemlich lange aufhalten. Und die müssen immer wieder über diese Felder laufen, kriegen immer wieder Schaden hierdurch. Eventuell werden sie auch wieder hiervon runtergetreten, weil es einfach so ein weiter Weg bergab ist. Und selbst wenn sie das da schaffen und hier vorne die Fallen aufgeräumt haben, werden sie wieder hierdurch runtergekickt. Also das ist echt ein ganz, ganz böses Design. So, wir haben eine kleine Reise gemacht und zwar zu meinem Plankerton-Sturmschild. Hier sehen wir auch nochmal ganz simpel dieses, ja, ich sag mal einfach, wir fassen jetzt mal dieses Grundwissen zusammen, ja. Wir haben Mauern, 1, 2, 3. Gegner laufen in die vierte Öffnung hinein. Das heißt, sie fangen keinen Stress mit einem dieser drei Mauern an. Das Timeout-Room-Design ist übrigens unbegrenzt erweiterbar. Das heißt, wenn ihr in Twin Peaks seid und 140er Gegner in Sturmschild Defense 10 habt, dann habt ihr das Katapult, den Room, Gegner kommt raus. Katapult, den Room, Gegner kommt raus. Ja, und das habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Mal hier gemacht. Finde ich nicht verkehrt, kann man ein bisschen rumexperimentieren. Hier sieht man es, dass ich noch experimentiert habe. Ich habe nämlich Wandlichter noch verwendet. Diese finde ich mittlerweile unnötig. Es reicht, wenn ihr da auch noch eine Schadensfalle macht, so wie ich es euch bereits gezeigt habe. Falls hier ein Gegner zu weit außen spawnt, ja, dann nimmt ihr den natürlichen kürzesten Weg und landet in diesem kleinen Tunnel. Der gehört eigentlich zu einem anderen Verstärker. Ah, jetzt zu Verstärker A. Und ich zeige euch mal ganz kurz, dass ihr auch natürliche Wege super gut mit Tunneln ausstatten könnt. Da haben wir nämlich hier das Beispiel. Mein Verstärker A. Die Gegner kommen hier immer nur noch von der Seite, aktuell zumindest, laufen immer hier hoch. Und es gibt eigentlich nur einen Weg für diese Gegner zum Verstärker. Und das ist durch diesen Tunnel durch. Hier habe ich jede Menge Low-Level-Fallen, weil ich hier noch ein absoluter Noob war, was Fallentunnel angeht. Aber ihr seht's. Es ist ziemlich effektiv im Endeffekt. Und hier haben wir, ja, gleich habe ich, glaube ich, den Raum das erste Mal ausprobiert mit dem Bodenkatapult. Ja, so ungefähr habe ich ihn hier ausprobiert. So wäre es besser und dann auch Dynamos dahin. Aber das hier ist quasi dieses Pre-Design, was ich mal verwendet habe. Ich habe hier nicht mal Deckenfallen verwendet, weil ich glaube, das hier sind 58er Fallen. Die Gegner sind Level 40 Maximum, also ist das hier eigentlich eine Platzverschwendung. Ah, hier habe ich sogar, habe ich gerade gesehen, wenn du hier hochgekickt wirst, ja, und du landest auf der Zwischenplattform, habt ihr es gesehen? Da sind nochmal Floor Spikes. Oh, 74er fallen sogar, hoppala. Ein bisschen Overkill. Ja, es ist halt super designmäßig, was ich hier gebaut habe, also trotzdem, wie ihr seht, mit den Tunneln sehr, sehr effektiv. Die Gegner spawnen hier. Und dort an bis da hinten irgendwo durch. Ja, die ganze Mauer, die hier ist, das sind zwar viel mehr als drei Felder, aber das ist auch nur designtechnisch. Die Gegner laufen generell direkt drauf zu und haben meistens eine oder zwei Wände im Weg und entscheiden sich dann natürlich hier reinzulaufen. Wie ihr gerade hier auch sehen könnt, ihr könnt euch auch entscheiden, die Mauer offen zu lassen oder halt hier noch eine hinzumachen mit Wandpfeilen, die Richtung Innenraum zeigen. Ihr könnt so viel rumexperimentieren. Wirklich alleine mit dem Basiswissen, dass die Gegner nur drei Mauern ausweichen. Experimentiert rum, schickt mir gerne Screenshots von euren Fallendesigns hier rein. Das ist wirklich der einfachste und ressourceneffizienteste Tunnel, den ihr im niedrigen Levelbereich bauen könnt. Tja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Nutzt auch ein bisschen die Map, so wie ich jetzt hier. Katapulte und die Gegner werden weggeschleudert. Ja, bergab ist immer eine gute Idee, dann fliegen sie nämlich deutlich weiter und sind länger unterwegs. Mehr kann ich dazu eigentlich echt nicht sagen. Ihr habt schon alles gelernt jetzt. Basics sitzen. Ja, ihr könnt loslegen. Baut eure Sturmschilde. Ja, und viel Spaß.